Moin! Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar ist es wieder soweit, wir haben wieder insgesamt 4 Wochen halbwegs gut rumgebracht und in der Zeit habe ich so ein bisschen Gold gesammelt. Es gibt wieder ein kleines Goldtagebuch von mir und wir wollen uns halt angucken, was wir in den letzten 4 Wochen so gespielt haben, beziehungsweise einmal so ein bisschen den Postkasten auslernen. Nicht nur bei dem Char, sondern auch noch bei ein paar anderen. Und ich würde sagen, wir steigen mal damit ein, was wir für einen Stand vor 4 Wochen hatten. Und zwar waren wir beim Main-Account bei 12.530.000 Gold und beim Second-Account waren es hier 60 Millionen und ein paar zerhackte 34.000. Sind wir zusammen auf 72 Millionen gewesen. Das ist soweit, glaube ich, der Höchststand an liquiden Gold, den ich bis jetzt in Shadowlands hatte. Glaube ich auch davor in BFA habe ich das auch schon mal ein bisschen gemacht. Dieses Mal habe ich tatsächlich ein paar mehr Ausgaben auch drin, die quasi keine Ausgaben sind, wo ich mir Mats oder Ressourcen gekauft habe, um die wiederum zu verwenden, um mehr Gold zu machen, sondern einfach, ja, Ausgaben, um Sachen zu kaufen wie Transmog oder irgendwelche Upgrade-Items, einfach alles Mögliche, was fürs Collecten relevant ist. Und damit sind wir auf die stolze Summe von 2.580.000 gekommen. Es ist noch ein bisschen mehr, wahrscheinlich sind es ein paar hunderttausend plus minus. Ich kaufe mir auch so zwischendrin immer mal wieder hier mal was für 10.000, da mal was für 12.000. Aber diese kleinen Beträge spielen jetzt hier mal nicht rein, weil ich bin ehrlich gesagt zu faul bei jedem kleinen Ding. Oder auch wenn es was für 500 oder 800 Gold ist, das immer aufzuschreiben. Hier haben wir nur die großen Dinger drin. Und zwar habe ich einmal hier die 680.000 drin. Das war ein Waste of Money Video. Da hatten wir uns auf verschiedenen Servern T-Mog-Sachen zusammengekauft. Da sind sowohl die T-Mog-Gebühren drin, als auch das, dass ich mir das Gold natürlich bei bestimmten Anbietern rüberhandeln lasse. Also da gibt es so einen Discord, WoW Market, und da tauschen die Leute halt quasi Gold von einem Server auf den anderen. Natürlich machen die das nicht aus Nächstenliebe, sondern die wollen halt auch was verdienen und nehmen dann halt eine mehr oder minder hohe Gebühr, je nachdem wie viel Gold man handelt. Dann habe ich nochmal 960.000 ausgegeben, und zwar war ich im Dunkelmond-Jahrmarkt unterwegs. Da gibt es auch ein Waste of Money Video von mir, und dort haben wir diese Dunkelmond-Jahrmarkt-Items geholt, aber nicht im Auktionshaus, sondern ich habe mir die Marken selber zusammengebastelt über diese Tokens. Das Zeug musste aber leider auch im AH kaufen. Ist zwar die günstigere Variante, sich die Tokens zu kaufen, in Marken umzuwandeln und dann die Items, als die Items direkt im AH zu kaufen, aber das hat natürlich auch ein bisschen zu Buche geschlagen, waren hier 960.000. Und dann habe ich jetzt noch eine Position offen, wo ich noch kein Waste of Money Video gemacht hatte zu. Das sind einfach Ausgaben für Berufe, Skillen, wahrscheinlich eher das mindere, dann Berufe, Rezepte kaufen, was das teure ist, und quasi ja, Daily CDs bei den Berufen ausnutzen, bei allen Berufen außer Schmied und Lederer. Die habe ich nämlich mit Main schon auf Max, da mache ich gerade auf einem anderen Server so ein kleines Side-Projekt, wo ich dann die anderen Berufe alle quasi hochziehe und mir die Rezepte hole. Ist ein bisschen eine teure Angelegenheit, ich bin noch weit weg davon, dass wir da auf Max sind, aber fast 1 Million, also hier 940.000 haben wir da in dem letzten Monat für schon ausgegeben. Da muss ich mir jetzt auch wieder Gold rüber handeln, denn ich bin mit 1000 Gold auf dem anderen Server gestartet. Und ja, da muss ich jetzt mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen was reinholen. Aber das sind tatsächlich alles Ausgaben, die nichts mit dem Goldmachen zu tun haben, die einfach so ein bisschen nebenbei sind. Und deswegen hatte ich die jetzt hier abgezogen, dass wir am Schluss sehen, was ich wirklich mit den Berufen Gewinn gemacht habe, abzüglich der Sachen, die ich quasi an Konsumausgaben, könnte man es beschreiben, hatte nebenbei. Gut, jetzt würde ich sagen, wir schauen mal rein, wo wir jetzt aktuell stehen. Auf dem Main-Account sieht es sehr mager aus. Ich habe jetzt nur noch 800.000 auf dem Main-Account. Und auf dem Second Account sind wir bei 33,8 Millionen. Heißt, zusammen auf beiden Accounts haben wir jetzt noch 34,8 Millionen. Und ich hoffe, dass wir das ein oder andere Stückchen Gold aus dem Briefkasten rausziehen können. Und ich würde sagen, wir fangen diesmal mal gechillt an. Und zwar nicht mit den Berufssachen, sondern wir fangen mal mit dem Crap Loot an. Ich verkaufe ja immer auch so ein bisschen Crap Gedönse auf meinem Twink-Jar hier. Und da machen wir einmal die Post auf.
Und dort, seht ihr, haben wir alles Mögliche drin, von irgendwelchen alten Materialien, über irgendwelchen Transmog-Sachen. Hier gibt es auch ein paar Runen, die sind halt leider auch nichts mehr wert. 90 Runen für 9000 Gold, da hat man auch schon mal mehr gekriegt. Aber es summiert sich trotzdem ein bisschen was auf. Ich würde sagen, wir holen das Zeug mal raus und schauen mal so grob rein, was da so drin ist. Ob wir irgendwelche tollere Positionen haben. Hier haben wir Pläne verkauft für 900 Gold. Harmoniepartikel habe ich verkauft. 135 anscheinend war ich. Stimmt, ich bin ein bisschen MLP-Dungeons gelaufen. Da fehlt mir noch ein T-Mog. Da gibt es dann nebenbei Partikel, die kann man auch ins Haar schmeißen. Ist nicht viel, ne? 2000 Gold. Aber das ist halt auch Kleinvieh, macht auch Mist. Hier haben wir Cortia-Kristalle verkauft. Oh, das ist eigentlich ungünstig. Die will ich selber benutzen. Na, gut, dass ich das sehe. Muss ich mal schauen, dass wir die lieber weiterschicken. Schleierstoff haben wir hier verkauft, Hornbike haben wir hier verkauft, einige Pläne sind dabei, irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das hier genau ist, das scheint mir irgendwas Ingi-mäßiges zu sein. Dann haben wir hier Vantus-Runen, die kriege ich natürlich auch zuhauf und das sind overall, waren es jetzt 300 Sachen, was haben wir denn bis jetzt hier eingenommen? Naja, immerhin schon 100.000, ne? Also da kann man jetzt eigentlich nicht motzen. Dafür, dass ich das Zeug alle paar Tage, haue ich das mal alles rein. Ich habe mit dem Char auch einiges an T-Mog tatsächlich. Aber, ja, T-Mog ist halt so ein bisschen Ladenhüter, ne? Das kriegt man nicht so oft verkauft. Ich denke mal, es waren ein, zwei T-Mog-Teile, waren jetzt hier auch zwischendrin vorbei, dabei, aber das ist definitiv nicht der Großteil des Goldes. Gut, das haben wir rausgeholt. Also der Trash hat mir jetzt immerhin 150k gebracht. Das ist so, ja, nice to have, ne? Aber natürlich jetzt hier kein Großbestandteil. Jetzt locken wir hier schon mal um und gucken dann einmal auf den Bane als nächstes, würde ich sagen. Beziehungsweise swappen wir hier mit dem schon mal auf meinem Monk. Und jetzt gucken wir mal im Main rein. Hier ist es nämlich so, dass ich auf dem Main-Account, auf dem Main, ich habe glaube ich noch 6 oder 7 Millionen hatte ich auf dem Char hier. Und dann habe ich mir das letzte Mal extra einen Level 1 Char noch gebastelt gehabt, wo ich nochmal glaube ich 4 Millionen ausgelagert hatte. Ich war glaube ich ein bisschen über dem Goldcap hier auf Blackmoor und jetzt habe ich nur 14.000. Ja, liegt daran, dass wir einiges hier im Auktionshaus rausgezogen haben und ich vor allem auch höhere Ausgaben hatte. Ne? Das letzte Mal bin ich ja alleine mit dem, was ich an dem Char gebundenes Gold hatte, hingekommen, ohne dass ich was aus dem Postkasten rausnehmen musste. Lag einfach dran, dass die insgesamten Grundkosten der Legendaries relativ überschaubar wurden. Jetzt mit Patch 9.15, der ja vor einer Woche rausgekommen ist, oder sogar eineinhalb jetzt mittlerweile, ist es blöderweise jetzt so, dass die Preise teilweise extrem gestiegen sind. Wir können mal einmal kurz bei den Legendaries reingucken. Also vorm Patch war es eigentlich so, dass ich kaum einen Legendary über 50k hatte, was rausgegangen ist. Mittlerweile sind teilweise die Legendaries oben bei 80, 90k. Es geht langsam wieder runter, ne? Aber die waren eine Weile ziemlich hoch, weil einfach auch die Cortia-Kristalle wieder extrem angestiegen sind. Hier waren die Cortia-Kristalle die erste Woche fast auf 800 Gold auf Blackmoor, also ein Cortia-Kristall. Vorm Patch waren die auf 100 bis 200 Gold und das macht halt sehr viel aus, weil du brauchst halt einfach 40 Cortia-Kristalle und ob du dann, ja, hier 100 Gold, 200 Gold zahlst oder 800, ihr seht, die sind immer noch auf fast 700 Gold, diese Cortia-Kristalle. Auf Antonidas sind sie, glaube ich, jetzt auf 300 runter, das geht, aber ich auf Blackmoor, verdammt teuer, und da müssen natürlich die Legendaries auch hochgehen, sonst machst du keinen Gewinn mehr. Hier bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir gut gefahren sind. Ich würde sagen, da packen wir jetzt einfach mal das Zeug raus und schauen einmal. Also, wir hatten 14k, so gut wie nichts mehr. Und das sind 1200 Mail-Sachen. Neben den Legendaries habe ich natürlich auch selbstverständlich wieder die blauen Items verkauft. Also heißt 200er Item-Level, Ledersachen 200er Item-Level, Plattensachen 230er Leder und 230er Platten-Items. Ihr seht, die verkaufen sich auch ganz gut. Vor allem auf Antonidas, muss ich sagen, habe ich von denen eine richtige Menge verkauft. Und hier seht ihr schon, die Legendaries, die gingen auch für mehr raus. Hier haben wir Legendaries für 70k dabei, 60k, 50k. Also die Preise sind schon auch gestiegen. Und zwischendrin habe ich natürlich auch die aktuellen Mats mit dem Char hier noch drin. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich hier nicht wirklich einen Verkaufschar habe. Ne? Wobei ich mit Main jetzt auch nicht mehr so viele aktuelle Content-Sachen gemacht habe und dementsprechend auch nicht so viel habe. Das meiste, was dann noch ist, sind tatsächlich vom
Ja, vom Missionstisch. Und hier seht ihr, das war die erste Woche, da musste ich zwischendrin immer mal wieder Gold rausnehmen, habe die ganzen kleinen Beträge rausgenommen und ihr seht, da ist auf einer Seite dann mal 3-4 Millionen, weil das sind die ganzen großen, die habe ich dann immer drin gelassen. Ihr seht, teilweise haben wir auch Sachen für 90.000, verkauft 90.000, 80.000, 60.000, also hier liegt richtig das Gold. Hier sogar über 100.000, 138.000, gut, da, selbst wenn die Quartier-Kristalle bei 800 Gold sind, machst du da natürlich einen Haufen Gewinn. Aber ich glaube, ich habe auch mit einigen Items Minus gemacht, weil natürlich nicht alle Legendaries dann auf einmal so krass gestiegen sind, sondern halt noch viele Leute Restbestände hatten und wenn du dann in den Markt reingehen wolltest, musstest du halt mit den Leuten konkurrieren, die noch gut Restbestände hatten und du hattest dann aber halt die, oder die Problematik, dass du halt die Quartier-Kristalle teuer nachkaufen musst und dann hast du halt ein bisschen das Problem. Da wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich mir Quartier-Kristalle vorgehortet hätte, ne? Hatte ich blöderweise nicht gemacht. Ich hatte aber auch nicht gedacht, dass die so teuer wären, ne? Da weiß ich nicht, ob da Leute aktiv die hier auf dem Server rausgekauft haben oder wo das Problem war. Moment, irgendwas klappt jetzt hier gerade nicht. Ah, okay. Ah, wir sind am Goldcap. Das ging jetzt aber schnell. Das waren doch jetzt gerade nur ein paar hundert Items. Ja gut, wir haben noch 800 Items drin. Okay, ich dachte mir, warum macht er denn jetzt nichts mehr? Ja gut, dann, ne? Schicken wir einmal hier Goldcap rüber. Sollen wir, komm, machen wir komplett voll, oder? Richtiger Char ist es ja. Okay, also ein Cap haben wir schon rausgezogen. Das waren aber wahrscheinlich jetzt diese ganzen teuren Sachen, ne, von 915. Und jetzt gucken wir, was wir noch rausziehen. Ich denke mal so, ja, 4 Millionen müssten es nur sein, hoffe ich mal. Dann sind wir auf jeden Fall gut im Plus. Gut im Plus. Jetzt sind die Beträge halt wahrscheinlich nicht mehr so hoch, weil das ist jetzt das ganze Zeug, was dann vor Patch 9.15 waren und da waren die Preise ja eher moderat, ne? Halbwegs niedrig. Seht ihr, da haben wir jetzt einen Haufen kleinen Kraffelzeug drin, gar nicht so viele Legendaries sehe ich. Du hast gut gemerkt, dass die Legendaries auch angezogen haben. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Quartier-Kristalle extrem hochgeschnellt sind, dass man jetzt mit den Twinks, ne, es wesentlich einfacher hat, man kann schneller Twinks leveln, man kann leichter in die Pakte reinkommen und ich vermute mal, dass dann jetzt viele wieder angefangen haben zu twinken, sich dann natürlich die Legendaries gekauft haben. Man kann jetzt auch in Torghast unter anderem durchgehend auch Soul Cinder farmen. Soul Ash konntest du ja vorher schon durchgehend farmen oder dir vom Main auf den Twink schicken, aber Soul Cinder geht halt jetzt endlos und ich vermute, dass dann halt der ein oder andere gesagt hat, komm, ich pack mir jetzt meinen Twink. Lauf da jetzt 10-mal durch einen 9er, 10er, 11er, 12er durch und hol mir dann ein Legendary sofort. Und dann sind dementsprechend halt auch die Legendaries weggegangen, wie die Wammsemmeln und die Quartier-Kristalle halt gestiegen. Und ich vermute einfach, dass nicht mehr sonderlich viele Leute in Quartier unterwegs sind, ne? Deswegen hast du da halt auch ein bisschen wenig Supply tatsächlich im Moment. So, ich sehe jetzt gerade, hier sind fast nur Kleinzeug, ne? Das war alles vom Patch, da habe ich nur diese ganzen 200er, 230er. Ah, vielleicht kriegen wir doch nicht mehr so viel rein. Obwohl, 2,8 sind wir jetzt schon wieder. Ich hoffe, da sind noch ein paar Legendaries zumindest dabei. Ah, schon mal, da habe ich noch eine Seltenheit verkauft. Zu dem Pet hatte ich ja auch schon mal einen Videoguide gemacht. Das ist einfach, die muss ich auch wieder farmen, bin ich jetzt ehrlich gesagt die letzten Tage und Wochen nicht so ganz dazu gekommen. Und zwar ist das ein Pet, wo man so Schließkassetten braucht aus den verschiedenen Zonen, aus Shadowlands. Und dann kann man sich hier einfach ein Pet holen in Tazavesh. Und das ist tatsächlich eine relativ nice Sache, denn ich verkaufe es immer so zwischen 150.000 und 200.000 und der Farmaufwand ist eigentlich ganz okay. Das einzige Problem, was es halt gibt, du brauchst halt einen Schurken dafür, dass du die effizient farmen kannst. Oh, ich sehe gerade, hier sind noch ein paar Sachen zurückgekommen. Gut, das ist natürlich eher ungünstig. Seht ihr, da sind noch ein paar Sachen drin, die ich anscheinend nicht rausgenommen hatte. Wenn dann zu viel Gold in einer gewissen Zeit reinkommt, dann versinken da ein paar Items. Die müssen wir dann noch rausnehmen. Aber das hier sind... Ah, okay. Das sind nicht nur Items, die ich verkaufen will. Sind es... Ah, schau mal. Das sind auch Legendary-Teile. Ah, das ist... Okay, gut. Dass ich das jetzt hier gerade sehe, ne? Das sollte eigentlich am besten nicht passieren. Aber auf 4 Millionen kommen wir noch hoch. Dann sind wir da auf jeden Fall schon mal ganz gut im Plus. Ein bisschen, was haben wir noch drin? Die sind anscheinend untergegangen. Ja gut, dann habe ich jetzt ein bisschen zu... Das wäre gut gewesen in der Zeit, wo ich jetzt so viel nachcraften musste, ne? Noch Items rauszuziehen, die günstige Preise haben. Naja,
Gut, manchmal passiert das halt, dass die dann, wenn zu viele Verkäufe quasi zwischenzeitlich drin sind, dass die dann untergehen, die Sachen. Sollte eigentlich nicht, weil eigentlich verkaufe ich nicht über 100 Sachen am Tag, aber naja. Ich versuche es täglich immer zu checken, ne, und dann immer mal auch den einen oder anderen Repost durchzuhören. Okay, wir gehen vielleicht noch auf 5 Millionen hoch. Sieht doch ganz gut aus. So, dollar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf Anton noch nach. Das sogar, nee, das ist irgendein anderes Ding. Dann sind wir jetzt hier bei... Achso, ja. 1 Million kommt da noch dazu, die habe ich rübergeschickt. Da muss ich vielleicht nochmal umloggen, dass er das dann checkt. Muss ich aus dem Briefkasten das rausnehmen. Und dann können wir schauen. Nein, habe ich das jetzt wieder genau da unten reingeschoben. Ja gut, das fixe ich dann später. Ich glaube, vor zwei Aufnahmen ist mir das schon mal passiert, ne? Da habe ich das hier hochgeschoben und dann musste ich den Frame quasi dann nochmal ein bisschen entfernen. So, jetzt guck mal auf meinen Monk. Und zwar, mit dem habe ich auch ein paar Sachen verkauft. Hier sind es nicht ganz so viele, es sind immerhin 900 Items. Hier dürfte aber auch nicht so viel kleinen Zeug zwischendrin sein, also zumindest nicht... so Stuff wie irgendwelche aktuellen Mats und solche Geschichten, ne? Weil ich da ja diesen extra Char habe, wo wir dann vorher schon mal geguckt haben. Hier ist es auch so, auf Antonida sind die Preise auch gestiegen, nicht ganz so krass wie auf Blackmore. Hier waren die Cortier-Kristalle so 300, 400 Gold. In der Spitze waren sie, glaube ich, sogar mal auf 500. Ich musste hier, was ich jetzt bei meinem Main machen musste, nicht machen. Und zwar bei meinem Main habe ich zwischendrin auch Gold rausnehmen müssen. Ich hatte, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt. Deswegen hat der nur noch 14k am Ende gehabt. Ich habe immer mal wieder 500.000 Millionen aus dem Briefkasten rausgenommen. Wahrscheinlich hatte ich nochmal so 300, 400 Mail-Dinger mehr, aber ich hatte einfach kein Gold mehr auf dem Server. Und dann habe ich den Briefkasten immer so ein bisschen was rausgenommen, wieder neues Zeug gecraftet. Sonst wäre ich quasi auf dem Trockenen gesessen. Ne? Hier auf Antonidas habe ich den Vorteil, dass ich ja relativ große Reserven habe. Da habe ich ja 4, 5 Chars, die haben einmal Goldcap irgendwo rumliegen und da habe ich das einfach dann rübergeschickt, musste ich das nicht machen. Aber auch das Cap, was ich auf den Chars hatte, hat nicht ausgereicht, dass ich einen Monat quasi Zeug craften konnte. Ne? Das war tatsächlich zu wenig, obwohl die Mattkosten nicht ganz so krass gestiegen sind. Zwar auch gut, aber nicht ganz so krass. Auch hier Leder, teilweise das Gramleder oder das schwere Gramleder ist hier auf dem Server auf 150 Gold pro Stück gestiegen. Ne? Das ist ja nicht mal der Hornbike, der ja eigentlich teuer ist, sondern eigentlich so das 0815-Stuff. So, jetzt haben wir hier auch einmal Goldcap. Jetzt muss ich mir überlegen, wo schicke ich das hin? Ich könnte es zu meinem Taylor DH schicken. Der hat nämlich noch 900.000, dann machen wir das doch mal. Also, dann schicken wir mal zum Taylor DH. Schicke ich mal eine 500.000 rüber. Das müsste, oder... 5 Millionen, so. Genau, dann müssten wir eigentlich hinkommen. So, jetzt müssen wir bloß schauen. Ah, okay, das hat bei meinem Main-Account nicht geklappt. Irgendwie sind wir gedisconnected. Locken wir nochmal bei dem ein derweil und dann schauen wir hier mal. Naja, hier seht ihr, haben wir einen Plattenteil für 134k verkauft. Das freut mich dann immer, ne? Wenn wir ein Ding so extrem viel mehr kriegen für, weil die meisten Sachen, wenn ich die für... ja, 30, 40, 50k verkauft, dann habe ich ein bisschen Gewinn. Wenn ich dann mal ein Ding für über 100 verkaufe, da ist natürlich dann richtig, richtig gut was dabei. So, sobald wir bei dem einen eingeloggt sind, können wir da schon mal vielleicht die Preise oder die Werte aufschreiben. Etwa 15 Millionen müssten das dann auf dem Main-Account sein. Und hier müssen wir mal schauen. Ich hoffe halt, dass ich die 72k wieder reingeholt habe und dann müssen wir halt gucken, wie viel quasi um war mit den Sachen, die ich mir noch zusätzlich gekauft habe. Ne? 2,5 waren es hier etwa, 2,5 Millionen. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder am Cap. Dann, was wird denn da noch drin sein? Vielleicht 2 Millionen, vielleicht 3. Dann schicken wir nochmal, was hat man gesagt? Also, dann schicken wir nochmal... Schicken wir nochmal 2,5 Millionen rüber zu dem Taylor DH. Mal. Also ich muss sagen, hier der Patch, ne, 915, hat nochmal einen ganz guten Boost in die Berufe reingebracht. Ich denke auch, ich werde da mit einem guten Plus rausgehen mit den Berufen. Nichtsdestotrotz muss ich mir jetzt mal gucken, wie ich es langfristig mit Cortier mache.
vielleicht werde ich auch nochmal ein bisschen was auf Court hier jetzt, zumindest auf Blackmore machen, ne? Weil wenn die Preise da langfristig so weit oben sind, wird sich sogar fast wieder lohnen, Court hier Kristalle zu farmen. Aber da muss ich mal schauen, ob ich da die Motivation zu finde. Gut, den Char haben wir jetzt fertig. Wir hatten jetzt 7,5 Millionen auf den Twink geschickt und sind bei dem auf fast aus dem Cap. Also das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Jetzt gehen wir als nächstes mal zu meinem Hunter. Und da müsst ihr auch nochmal das eine oder andere drin haben. Der hatte ja hier Schmied und Schneider. Und mein Hunter, der hat Lederer und Juwel. Und das ist tatsächlich die Berufskombi, die mir da mehr Gold bringt. Okay, ich habe jetzt irgendwie hier gerade ein wenig Struggle auf meinem Twink hier einzuloggen. Jetzt probieren wir es mal ein drittes Mal. Und dann gucken wir mal rein. Also, hier waren wir jetzt etwa bei 15 Millionen. Auf dem Main-Account haben wir auf jeden Fall Plus gemacht. Auf dem Second-Account hatte ich ja 33 Millionen quasi noch über. Jetzt haben wir quasi 7,5 rübergeschickt. Ich glaube, 2 hatten wir noch. Also wären es irgendwie so 15 plus sein, dann sind wir schon fast bei 50. Ja gut, dann brauche ich aber auf dem Hunter auch nochmal ein Cap, sogar ein bisschen mehr. Das war auf jeden Fall ein Plus hin. Aber das müsste eigentlich ausgehen, vermute ich zumindest. Jetzt hoffen wir bloß, dass ich nicht nochmal disconnecte auf meinem Priester. Das ist nämlich auf Blackmore mein Gold-Zwischenlager-Char, dass wir da keine Probleme haben. Eventuell muss ich da wieder ein paar Add-ons ausmachen. In letzter Zeit spackt das leider ein wenig bei mir rum. Vor allem, ja, okay. Wir machen das anders. Wir machen jetzt bei dem alles aus, bis auf ein Add-on. Und zwar gehen wir da mal auf den Char, alle deaktivieren. Und dann brauche ich eigentlich All the Things brauche ich nicht. Alcoholic brauche ich. Und dann brauche ich die Add-ons, die quasi da so Dataspeichergeschichten sind. Das ist irgendwas mit, ob wir sie finden. Hier, das hier, Datastore Add-ons, die brauchen wir alle. Glaube ich nicht. Weil sonst sehe ich das auf den anderen Charts nicht, wie viel Gold habe. Das ist dann immer so eine Sache. So, ich glaube, das müsste funktionieren. Ich hoffe, dass wir jetzt einloggen können. Und ja, ich weiß, ich sollte mal allgemein das mit den Addons ein bisschen gucken, dass ich nochmal ein paar rausschmeiße. Die buggen immer ein bisschen sehr rum. So, jetzt können wir bei dem mal gucken, das Abgelaufene können wir auch rausnehmen. Dann haben wir bei dem aber trotzdem 1400 Mails in etwa, was doch ganz gut ist tatsächlich. Also da haben wir auch einiges verkauft. Hier seht ihr schon, haben wir einen Helm für 142.000 verkauft. Das ist auch nicht schlecht. Viel Gold hat ja nicht mehr rumliegen. 165.000, also da können wir doch mal einiges rausholen. Ich würde sagen, wir holen den Chat auch einmal rüber, dass wir auch schön sehen, was wir rausziehen. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. So, warte mal, das schmeiße ich mal raus. Die Dinger, Bonus-Joule auch. Und ihr seht schon, das ist halt auch wieder ein Haufen Stuff. 200er Ringe verkaufe ich mit dem, Halsketten, 230er Ringe, Halsketten und selbiges dann halt im Lederbereich auch noch. Und das geht tatsächlich sehr gut. Vor allem die Ringe und Halsketten gehen extrem raus. Die Ledersachen auch ganz gut. Wenn ich das vergleiche mit meinem Schmied, ne, hier auf Antonidas, Schmiedekunst und Stoffsachen, da muss ich vielleicht alle 3 Tage mal nachcraften. Juwe muss ich fast täglich nachcraften, weil die Sachen so gefragt sind. Und vor allem jetzt mit der ganzen Twink-Schwemme geht das Zeug noch schneller raus. Und natürlich, klar, was am meisten bringt, sind die Legendaries. Da hast du natürlich dann auch höhere Beträge. Hier auch mal Gamaschenleder. 175.000 haben wir es verkauft, ne? Also da ist auf jeden Fall eine ordentliche Gewinnspanne drin. Klar, die Mattkosten auch hier sind ein bisschen gestiegen, aber natürlich nicht so gewaltig. Hier auch wieder was für 100k verkauft, 75 ist auf jeden Fall auch gut im Plus. Hier nochmal 75, 66k und ewig viele. Seht ihr mal hier diese Halsketten. Die sind jetzt zwar, ne, knappe 2000 verkaufe ich die, das sind jetzt keine Riesenpreise, aber die Herstellkosten sind relativ günstig. Hier haben wir nochmal einen Helm, 165k. Also die Leute haben teilweise die Legendaries für einen 5-6-fachen Preis gekauft, wie ich die normalerweise verkaufe. Ne? Und die Mattkosten haben sich vielleicht verdoppelt, okay, oder nicht mal ganz verdoppelt. Ah, wir sind wieder am Goldcap. Dann muss ich mal gucken. Schicken wir das mal auf irgendeinem Char, der noch nix hat. Ich habe jetzt hier ein bisschen viele Cap-Chars. Wo können wir das hinschicken? Mal gucken, was ich am besten schicke, ist zu irgendeinem Max-Level-Char, dass ich nicht durcheinander komme. Der hat auch schon Cap.
dann schicken wir es doch zum Doppeldealer, oder? Dann kriegt er einmal Cap rüber. Oder nahezu zumindest. Dann schauen wir mal, was wir hier noch rausziehen. Ganz so viel wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Ach, das kann ich nicht. Dann, warte mal, dann schicken wir... Machen wir es so, oder? Haben wir noch 9k. Gut, und dann holen wir uns mal den Rest hier raus. Das müsste jetzt dann schon langsam ein bisschen weniger werden. 22 Tage. Ja, obwohl, die sind, glaube ich, noch von Patch-Release. Alles, was dann so 17 Tage left ist oder so, das müsste dann davor gewesen sein. Dann sind da wahrscheinlich auch nicht mehr so die großen Summen drin. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir trotzdem noch Cap zusammen. 800 Mel sind's. Dann wären wir auf jeden Fall, denke ich, gut im Plus. Wie gesagt, der hatte ja vorher fast nicht 200k oder so hatte der, ne? Also das ist tatsächlich echt minimal. Aber ihr seht, das sind teilweise auch seitenweise hier 5700. Ich glaube, das ist dann für 6k oder so, was ich die Dinger verkaufe. Das sind die 230er-Items. Und die gehen auch richtig gut weg, ne? Also vor allem die Ringe und auch die Halsketten tatsächlich. Ah, okay. Na, obwohl ich doch, wir könnten noch Cap zusammenkriegen. 6 Millionen haben wir schon wieder raus. 600 Items sind es noch, selbst wenn es ein Haufen Kleinzeug ist, ne? So eine Million pro Seite kann man eigentlich schon immer rechnen. Außer bei dem, Start vom Patch, ne? Da habe ich ja teilweise 3, 4 Millionen pro Seite. Oder beim Main, wo ich mir die ganzen Low-Beträge raus habe, da habe ich, glaube ich, auf einer Seite 6 oder 7 Millionen gehabt. Das war dann schon schön, sagen wir es mal so. 8,9. Ja, das kriegen wir nur easy zusammen. Okay, da muss ich aber nochmal ein bisschen Gold wegschicken. Jetzt bin ich am Überlegen. Zum TLADH hatten wir wie viel rübergeschickt? Ich glaube 7, 5, 1, irgendwas hatte der noch. Dann kann ich bei dem 1,5 Millionen noch parken, ne? Aber das wird dann trotzdem nicht reichen. Machen wir das dann mal so. TLADH kriegt jetzt nochmal 1,5 Millionen. Da müssen wir dann nachher noch ein bisschen rumloggen, ne? Und dann muss ich mir was überlegen. Dann wird es logistisch langsam schwierig. Er hat dann das Cap. Vielleicht auf den Monk schicken, oder? Ich schicke auf meinen Druid nochmal was. Naja, gut, aber der, da will ich eigentlich jetzt auch nicht zu viel voll machen. Ja, komm, dann schicken wir es auf dem Monk, oder? Dann kriegt der noch ein bisschen was. Der Monkeys. Wie viel haben wir denn noch drin? Schicken wir halt noch 3 Millionen auf den Monkeys. Mann, da muss ich viel rumloggen. So, wo haben wir dich denn, Monkeys? Ja, noch 3 Millionen. Dann müssten wir den Rest eigentlich noch rausholen können. Nein, den Faden will ich nicht verschicken. Und dann muss ich mir nachher auf dem Main nur überlegen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gecraftet mit dem, ne? Das Zeug muss ich dann nur abverkaufen. Naja, 150 Mails haben wir jetzt noch drin. Ich denke mal, das müsste ja ausgehen mit dem Platz. Ah, da kommen wir nicht mehr ganz aufs Cap hier mit dem Char, aber knapp. 400k haben wir noch. Ja, also wenn ich jetzt die ganzen Chars durchlogge, ich denke mal, da müssten wir auf jeden Fall ein Plus sein. Okay, auf welchen Chars habe ich jetzt alles geschickt? Ich muss einmal auf den DH, einmal auf dem DK und einmal muss ich auf den Monk dann. Also heißt, wir müssen jetzt ein bisschen hin und her loggen. Loggen. Wir alle Werte hier wieder im Add-on haben. Ah ja, stimmt. Na, wir haben ja jetzt hier diese schönen Symbolchen. Warte mal, den schiebe ich jetzt mal ein bisschen höher. Also, den DH. Und derweil können wir ja hier schon mal ein bisschen was eintragen. Gut. Warte mal, habe ich... Nee, das habe ich jetzt nicht. Hat das nicht funktioniert? Jetzt nehmen wir erstmal das hier aus dem Postkasten raus. Das Cap. Schön Level 1 Charm mit Cap. Den darf ich auf keinen Fall löschen. Komischerweise ist das Addon jetzt hier nicht an. Warum ist das Addon nicht an? Ich habe doch alles angeschalten. Alkoholik. Abhängigkeit.
Okay, welche Abhängigkeit habe ich hier nicht? Also das ist alles an. Tja, das sind immer so die Sachen, ne? Also dieses Data Store habe ich alles angeschalten. Also eigentlich müsste es gehen. Wisst ihr, das machen keine Ahnung, dieses Data Store und das Hängen an. Ich mache jetzt einfach alles nochmal an. Und schauen einfach, ich hoffe, ich disconnect jetzt mit dem Tweet nicht. I don't know, wie ich es sonst machen soll. Gucken wir einfach mal. Also mir geht es nur darum, dass All the Things quasi, nicht All the Things, Alcoholic quasi checkt, dass ich das Gold auf dem Char habe. Ne? Das ist immer das Problem, wenn man WoW komplett neu macht. Ich muss dann auf jedem Char wieder einloggen, dass die Addons wieder checken, was auf den Chars ist. Weil sonst habe ich halt keine vernünftigen Goldwerte mehr. Und gut, ich bin jetzt eigentlich mit vielleicht 5, 6 Chars aktiv was am Machen, ne? Was Gold angeht, aber ich habe noch sehr viele andere Chars und mit denen muss ich dann auch immer wieder komplett einloggen und das ist halt dann immer ein bisschen nervig. Okay, also bei dem haben wir jetzt eingeloggt. Jetzt müsste das Addon checken, was wir hier haben, oder? Genau, 15,8 haben wir hier. Jetzt kann ich da nochmal umloggen auf Main und hier mit dem DH einmal gucken. Mit dem bin ich hier noch in SW bei den PvP-Händlern. Da habe ich nämlich letztens ein wenig PvP-Marken ausgegeben. So, der hat jetzt hier erstmal 5 Millionen, dann 2,5 und 1,5. Dann sind wir auch knapp am Cap dran. Dann kann ich mit dem auch umloggen. Dann brauchen wir jetzt den DK noch und den Monk. Okay, da ist die Verbindung unterbrochen. Das interessiert uns jetzt relativ wenig. Und dann müssen wir mal schauen. Also ich denke mal, die 60 Millionen müssten wir hier knacken. Jetzt ist halt die Frage, habe ich genug Gewinn gemacht, dass ich meine T-Mog-Ausgaben wieder reinholen kann oder nicht. Aber so, wenn ich jetzt im Kopf so das grob überschlage, müssten wir eigentlich hinkommen. Wir haben jetzt nochmal ein Cap und dann waren es ja nochmal 3 Millionen. Ne? Also 13, knappe 13 kriegen wir nochmal zusammen. Also es müsste eigentlich passen. Vor allem mit dem, auf dem Main-Account haben wir ja auch Plus gemacht. Schlappe 3 Millionen. Wahrscheinlich mehr. Ich habe ja hier von diesen Ausgaben war ja auch einiges auf dem Main-Account tatsächlich. Also müsste gehen. Was ich aber gucken muss, es könnte sein, dass es bald ein bisschen eng wird. Und zwar auf Blackmore, ne? Wenn ich das jetzt so länger mache. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen mehr Gold noch auf Blackmore ausgeben, weil ich da leider nicht so viele Chars habe. Auf Antonidas haben wir noch lang Platz. Auf Anto habe ich, glaube ich, 20 Aufwärts-Chars. Und da sollten wir eher nicht so die Probleme kriegen. So, wo haben wir... Ah ja, da haben wir auch einen Briefkasten. Mit dem Char bin ich hier immer noch in Revendrest unterwegs. Da brauche ich nämlich noch so einen T-Mog aus so einem komischen Säckchen raus, was ja einmal im Monat vielleicht da ist. Achso, was ist denn da? Okay, das ist eine leere Post. Das wollen wir nicht. Ach, verdammt. Hat der zu viel Gold, dass ich das nicht rausnehmen kann? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Okay, dann machen wir das anders. Schicken wir die 10k an den Monkeys rüber, dass ich das hier jetzt rausnehmen kann. Muss ich ja jetzt eh nochmal einmal einloggen. Gut. Ja, da sind wir auf jeden Fall im Plus. Sind wir bei 66. Und dann müssen wir jetzt nur auf einen rüberloggen, wo wir nochmal 3k haben. Dann haben wir ja da fast 10k plus gemacht. Fast 10 Millionen plus gemacht. Das ist easy. Gut, jetzt schauen wir bloß schon mal, schau mal, jetzt kann ich, komisch, dass ich das vorher nicht ziehen konnte. Jetzt trage ich das mal noch in meiner Tabelle ein, hätte ich gesagt. Die 15,8 irgendwas. Denn, so, warte mal, hier auf den Monkeys müssen wir noch. 15.816, okay, da war jetzt, glaube ich, zu viel. Oder? Das müsste passen. 15.816.000 waren das. Genau, das ist das erste. Und dann brauchen wir quasi noch, also im Moment waren es jetzt irgendwie 66, da sind wir auf jeden Fall schon im Plus, dann sind es wahrscheinlich fast 70, ne? Dann haben wir, ja, dann haben wir vielleicht ein bisschen so um die 10 Millionen plus gemacht, so 2,5 an Konsumausgaben, dann sind wir immer noch über 7 im Plus, also das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Da muss ich mir vielleicht doch mal was Größeres kaufen, dass es mal weniger wird anstatt mehr. Hm. Ich habe mir ja auch so ein bisschen überlegt, man kann ja jetzt über Torghast auch leveln. Ne? Ich habe mir überlegt, ich habe ja früher Freehold Level Boosts gemacht und damit auch ganz gut was verdient tatsächlich.
Und da... Ach, Mist, ich bin disconnected. Ah, okay, ich kann mich nicht einloggen. Ach, was ist denn das? Also wir haben gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten. Müssen wir das nochmal machen? Was ich erzählen wollte. Ich habe ja eine Weile Freehold Boost gemacht, ne? Und jetzt kann man ja über Torghast theoretisch auch leveln. Und ich war so ein bisschen am Überlegen, ich könnte ja ein bisschen Gold damit auch machen. Mit Main als Druid komme ich eigentlich relativ gut durch. Torghast bietet sich halt auch an, das kannst du gut auch wegcleaven. Gut, du hast natürlich auch immer einen Endboss da drin, aber im Endeffekt, ich kann selbst im 12er mittlerweile eigentlich alles, die komplette Zone zusammen pullen und das wegcleaven. Und dann dachte ich mir so, Level-Content wird wahrscheinlich relativ schnell auch gehen mit dem Main, bloß das rentiert sich sowas von nicht von der EP her, und wenn das halt ineffizient für den ist, der geboostet wird, dann kann man es auch nicht sinnvoll boosten, ne? Und dann dachte ich mir, komm, lässt er das gut sein, und habe das dann gar nicht großartig probiert. Es wäre schön gewesen von Blizzard, wenn die das halt so eingebaut hätten, dass man darüber wieder schnell leveln hätte können, dann kann man vielleicht auch den einen oder anderen durchziehen. So eine Win-Win-Situation für alle wäre eine schöne Sache gewesen. Leider ist das halt anscheinend ziemlich mies. Ich hätte gesehen, es gibt irgendwo so eine Daily-Quest, wo man dann ein bisschen EP von kriegt, aber wirklich effizienter als andere Möglichkeiten zu leveln ist es halt leider nicht, ne? Also, was ein bisschen schade ist tatsächlich. Naja, muss ich halt mein Gold immer noch über Berufe machen. Das läuft aber tatsächlich relativ gut. Deswegen bin ich im Moment zumindest aufs Boosten Gott sei Dank auch überhaupt nicht angewiesen, ne? Sudala. Jetzt, wir haben es final geschafft. Einmal hier auf den Monk. Dann haben wir einmal 10.000, die wir eben geschickt haben. Und dann nochmal 3 Millionen. Dann können wir uns den Endstand jetzt auch angucken. Dann sind wir bei 74... Sind es echt so viel? Okay, wir haben richtig was Plus gemacht. 74.272.000. Wo habe ich meine Tabelle? 74.242.000. Warte, habe ich mich irgendwo verrechnet? Habe ich so viel Plus gemacht? Anscheinend echt, ne? Hm, schau mal an. Ich bin es gerade nochmal im Hinterfragen, aber tatsächlich, ne? Tatsächlich. Ja gut. Gut, dann können wir... Auf, ah ne, das sind, ich hab's falsch, 72 sind's hier nicht, 72, dann haben wir einen Endstand von 90 Millionen tatsächlich, holy shit, also wir haben 17 Millionen plus gemacht, und wenn wir die Konsumausgaben abziehen davon, die ja nichts mit dem eigentlichen Geschäft da zu tun haben, wären es tatsächlich sogar 20 Millionen, holy shit, ich hatte gedacht, dass ich nicht zu viel gemacht habe, weil die Mattpreise so angezogen haben, ne? Aber anscheinend hat mir der 915er Patch echt einiges in die Kassen gespielt. Ja gut, also ohne Konsumausgaben hätten wir 20 Millionen plus gemacht in 4 Wochen. Mit den Konsumausgaben abgezogen waren es trotzdem 17 Millionen. Ganz ehrlich, die 2,5 Millionen merke ich ja gar nicht. Jetzt sind wir bei 90 Millionen. Also wenn es so weitergeht, haben wir easy mit Berufen nebenbei nächste Woche oder in dem nächsten Zyklus die 100 Millionen voll, ne? Gut, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr raushauen. Jetzt mal schauen. Es wird wahrscheinlich das ein oder andere Waste of Money Video die nächsten Wochen noch geben. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch. Diesmal mit bisschen Einlog-Schwierigkeiten tatsächlich, aber es hat sich ja rentiert, goldtechnisch. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle für das kleine Goldtagebuch-Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.